Hallo und herzlich willkommen zum LS18. Laden, laden, da steht laden. Das kann Stunden dauern. Okay, nee, hat keine Stunden gedauert. Also, zum Starten antippen. Einzelspieler. Ich habe schon einen Spielstand angefangen. Ich fange neun an. Ja, alter bärtiger Mann. Okay. Helfer anstellen, schon klar, alter Bärtiger. Ja, mir fällt ein. Ich sollte jetzt erstmal gucken, wie ich Geld krieg, ne? Am schlausten wäre es, wenn ich einfach mal alles durchsuche, was ich alles hab. Den brauche ich natürlich. Brauche ich auch. Brauche ich auch. Okay, das war eine Nachricht. So, also den hier habe ich. Da ich aber nichts mit Tieren anfangen will, ja, kann ich den verkaufen und ein bisschen Geld dafür kriegen, ne? Money in mein Pocket. Wieso habe ich eigentlich zwei so gute Traktoren? Ich meine ja nur, aber. Ja. Ich verkaufe den und ich verkaufe den. Dafür kaufe ich mir den. Und ich kaufe mir den. Oh, jetzt habe ich Minus gemacht. Nicht so schlauer Anfang. Also, Satz mit X, das war wohl nix. So, der Bärtige wieder. So. Dann werde ich jetzt einfach mal mit denen anfangen. Ah, nee, 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 nee. Mir fällt ein. Den hier kann ich nicht verkaufen, den Wagen. Deswegen muss ich ihn wegfahren. Damit er dem Helfer nicht im Weg steht. Das ist immer so ein Problem. Ja. So, Mähdrescher fährt noch. Ja, jetzt kann ich den Wagen da verkaufen. Ne, andere Richtung. Da geht's schneller. Ja, verkauft. Trecker kann ich mir keinen weiteren leisten. Wäre halt gut, weil ich jetzt auch gleichzeitig noch sehen könnte, aber dann halt nicht. Ja, ich hänge einfach die Sämaschine hier hinten dran. Jo, das kann jetzt dauern. Normalerweise ist doch der Deutz der schneller auf dem Acker. Was mich mal interessieren würde, ob es Mods für den 18er gibt.
Muss ich halt mal googeln. Gockel. LS 18 Mods. Offline. Stimmt, habe ich vergessen. LS 18 Mods. Ach Mist, stimmt ja, ich habe meine mobilen Daten schon leer. Shit, so viel zum Googlen. Ach doch, tut sich was. Ja, Auf dem war ich schon. Auf dem ModHub Landwirtschaftssimulator. Da war ich schon, aber da gibt's nur für den LS19 Mods. Ich glaube, fürs Handy gibt's einfach keine Mods. Interessant. Hätte ich WLAN, würde ich das ja jetzt gucken. Würde mich mal interessieren. Kostenloses DLC. Interessant. Das Laden dauert jetzt halt um einiges länger. Oh. La 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 la. Das kann dauern. Jo, ich spiele gerade Seilspringen mit dem Aufladekabel. Dieses Kabel ist echt verdammt lang. Hui. Ja, ich springe jetzt gerade nicht wirklich übers Kabel. Nee. Ich schwing's nur so wie beim Seilspringen. Hui, 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 hui. Oh, die Steckdose fliegt gleich raus. Oh mein Gott. Oh, nee, es geht nicht, Leute. Sorry, aber es ist einfach unmöglich. Habe ich den jetzt gelassen? Da. So, dann dauert es jetzt wieder Stunden. Durch die Aufnahme, ja. Zack. Und da geht's weiter. Habe ich eigentlich Anfänger oder Experte ausgewählt? Was weiß ich? Ich weiß gar nichts. Ich bin nämlich saudumm. Genau wie dieses Handy. Was kostet denn der größte Kipper? So viel. Das ist mir eindeutig zu viel. Moment mal. Jopp, eindeutig zu viel. So viel Money habe ich nicht in meinem Pocket. Ja, halt die Fresse. Blöder bärtiger Idiot.
Da ist gleich voll der Mähdrescher. Da habe ich auch mal einen Witz. Wie nennt man einen Bauer, der seine Schafe schlägt? Mähdrescher. Der drescht seine Mähs. Dieser Witz ist immer wieder lustig. Oh, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Ja, moin. Und alle. Oh, das passt von der Breite. Ich werd nicht mehr. Ich glaub's nicht. Das passt allen Ernstes. Wow. Ist zwar ziemlich unrealistisch, aber egal. Was ist denn jetzt? Aber egal, wollte ich sagen. Oh ja. Wie sehe ich denn eigentlich aus? Man sieht meinen Kopf nicht. Warum sieht man meinen Kopf nicht? Und bei dem Schlepper? Auch nicht. Und bei dem? Auch nicht. Ich glaube, Giants ist ziemlich. Ah doch, da sieht man es durch die Dachluke ein bisschen. Verbabbelnischen Mann. Jupp. Ziemlich realistisch, würde ich sagen. Der hat keine Dachluke. Genauso wenig wie der. Also der hat schon eine Dachluke. Ah, die ist nicht offen. Ja. Jetzt macht er noch die eine Reihe und dann geht das. Ach nö, jetzt ist er nicht breit genug. Ab geht die Post. Ich bin einfach zu faul, da selber zu fahren. Kostet zwar Geld, aber ist doch scheißegal. Ich hab genug. Ich meine, 48.000 sind schon ziemlich viel Geld. Stunden später habe ich gut geschlafen. Acker abgeerntet. Hui, ein bisschen gesoffen habe ich wohl auch. Uiuiui. Das ist ein bisschen geschlenkert. Und das war sie, die Vase. Perfekt. Oh, 99% gefüllt. Das ist ja prima. Le prima. Wo haben wir den Weizen? Da haben wir den Weizen. Der eine Liter oder so ging da noch rein. Scheibenkleister. Kann sein, dass ich da gar keinen Helfer anschaue. Ach so, stimmt ja, das ist ja der, wo man Helfer anstellen kann. So, wo fahre ich denn am besten hin? So, ich muss erstmal nach den Preisen gucken, genau. Preise, Scheiße. Weizen. Am besten beim Bahnhof. Da zeige ich einen Ausrufezeichen an, aber das. Ich kann mich ja nicht auf alle, um alles auf einmal kümmern. Das geht. Ich verstehe nichts. Wäre geil, wenn es im 18er auch so ein Kabinenview gäbe, also so eine Kabinenansicht wie wie jetzt bei denen am Computer. Es wäre halt richtig cool, wenn es das auch am Handy gäbe. Ich habe gehört, im 20er gibt es das irgendwie, aber. Dafür ist das Handy, das ich habe, nicht leistungsstark genug.
Ja, da steht, die Version ist nicht mit deinem Gerät kompatibel. Ja. Habe ich mir nur so gedacht, geil. Da kann man aber weit wegzoomen. Bleibt denn jetzt der Mähdrescher? Der Scharfschläger. Oh. Das war ein glatter Unfall. Ei, jetzt buggt. Das gibt's doch nicht. Im 18 hat's noch nie gebuggt. Das ist jetzt wohl nicht wahr. Ich meine ja nur, aber. Also der fährt hier noch ein paar Stunden. Klar, so lahm wie der ist. Aber immerhin kriege ich dann Money in mein Pocket, ne? Jo. Ihr wisst ja, ich habe auf meinem Kanal verschiedene Themen. Mein Motto ist ja, ich mache mal dies und mal das, ne? Und ja, ihr könnt einfach hinschreiben, was euch am besten gefällt für ein Thema. Ob es jetzt Gaming ist, wie hier gerade, oder ob es dieses Lost Place, das ich jetzt auch ganz neu drin habe, ist, oder ob die Modelleisenbahn, die ich jetzt ganz neu drin habe. Oder nur so lustige Sachen wie diese kurzen Clips, die ich da mal reingestellt habe. Könnt ihr mal einfach in die Kommentare schreiben und ja, das werde ich mir zu Herzen nehmen und davon mehr machen. Und dann könnt ihr euch ja aussuchen, was in diesem Themenbereich ihr mehr wollt. Zum Beispiel jetzt bei Gaming. Ja, ihr wollt zum Beispiel mehr im LS18 oder ihr wollt mehr im Orso. Orso funktioniert gerade auf dem Handy mal wieder nicht. Dieses Handy ist Schrott. Wenn ich reich werde mit YouTube, was so ziemlich unmöglich ist, dann kaufe ich mir ein neues Handy. Und es war ein richtig gutes. Richtig teures und auf jeden Fall ein gepanzertes. Oh, ich habe schon viele Handys in meinem Leben geschrottet. Und mein Leben ist nun auch noch nicht so lang. Ich habe schon viele Handys geschrottet. Ich kann sagen. Also. Scheiße. Ich habe vollkommen vergessen, den Ton anzumachen. Den Ton vom Spiel. Ich werd nicht mehr. Ich Dummkopf. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Ich bin doch echt so ein Depp. So ein Riesendepp. Mein Gott. Aber jetzt kann ich es auch nicht mehr machen. Ich weiß jetzt schließlich nicht, auf welche Lautstärke ich es einstellen muss, sodass es richtig ist, dass ihr mich trotzdem noch hört. Und den Ton vom Spiel hört in gleicher Lautstärke. Das ist halt bei mir das Problem. Weil bei mir liegt das Mikrofon halt echt direkt neben dem Lautsprecher. Das ist doch echt bekloppt. Falsch. Da. Zoomen kann ich nicht. So, dann mach du dich mal wieder auf den Weg. Achtung, da kommt ein Auto, du Depp. So, da fährt er da. Der da fährt noch nicht. Habe ich ganz vergessen, ihn anzuschalten. Ich werde alt. Ich vergesse jetzt schon Sachen. Wie es da wohl ist, wenn ich erstmal so 80 bin. Na, darauf freue ich mich nicht wirklich. Immer noch nicht genug Geld. Ah, was anderes.
Das versuche ich jetzt mal. Und aus. Ja, und zwar fahre ich den jetzt mal oder lasse ihn fahren zum Shop. Dann hole ich dort einen neuen Hänger ab. Denn desto größer der Hänger, desto mehr passt rein und desto mehr kann ich verkaufen aus den Silos. Das ist halt echt am allerschlausten. Ja. Obwohl, der hier ist gleich fertig. Nee, ich mach's anders. Ich mach's anders. Dann nehme ich hier gleich den Deutz und hole damit den Hänger. Ja, dann. Der ist nämlich viel schneller, der Deutz. Es geht schneller. Das ist praktischer. Ja, ich habe einen Massa Ferguson und einen Deutz. Und der Mähdrescher ist. Case. Interessant. Was hier alles gibt. Moment einmal. Nee, doch nicht. Hat der gerade bei den. Nö. Es hat gerade so ausgesehen, als hätte er bei dem blauen Gruber hier. Ja, der hat gerade bei dem blauen Gruber dieses Zeichen angezeigt, da unten. Das hier. Warte. Dieses Zeichen. Na? Jetzt kriege ich es wieder nicht weg, die Farbe. Hätte ich es lieber gleich gelassen. Weg damit. Ja. Okay, ich hätte es lieber gelassen. Im Nachhinein ist man immer schlauer oder dümmer oder was auch immer. Weg damit. Im Fahren abgehängt. So. Der Deutz kommt zum Helfer. Zum Händler. Kommt mit dem Helfer zum Händler. Ich laber mal wieder Scheißdreck. Oh, ich nehme schon ziemlich lang auf. Ich hoffe, der bricht nicht wieder mittendrin ab. So wie im Orso. Das war nämlich erst gestern, als ich das Video gemacht habe. Mein erstes Video vom Orso. Und jetzt geht er schon wieder nicht. Jupp. Was ist das für ein Scheiß? Ja. Ist auch egal. Lol. Alter, was fährst du für bekloppte Umwege, du bekloppter Depp? Mein Gott. Der kleine Deutz mit dem Riesenhänger. Oha. Das ist halt echt krass. Ich meine nur, aber da soll man sich mal hier angucken, wie der beschleunigt. Im 19er hätte ich da so einen Riesenhänger vor so einem kleinen Deutz gehängt. Dann hätte der Deutz eindeutig länger gebraucht zum Beschleunigen. Ich meine ja nur, aber. Und er fährt völlig langsam, langsam, langsam. Er fährt langsam, 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 langsam. Das ist ja ein Rennauto. Ein langsames Rennauto.
Das Weizensilo ist leer. Was soll denn der Scheiß? So ein Scheißdreck. Menno, Menno, Mensch. So ein verdammter Mist. Verdammte Kacke. Bäh. Hey, hau du mal ab, du Depp. Ist er jetzt da hängen geblieben? Nee, ist er nicht, zum Glück. Sonst hätte er jetzt Ärger gekriegt. Ich guck mal, ob ich die Grafik hier besser stellen kann. Die Grafik soll jetzt besser sein. Ich weiß ja nicht. Ich merke da nicht wirklich einen Unterschied, ne? SFX ist doch der Ton, oder? Und GFX ist doch die Grafik. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Och, ich glaube, es sieht jetzt ein bisschen besser aus hier. Och nö. Der Drescher steht wieder im Weg. Scharfschläger. Böser Scharfschläger. Er schlägt arme, unschuldige Schafe. Und ich warte. Ich sitze da und warte. Mir ist doch vorhin irgendwas runtergefallen. Das sollte ich mal suchen. Ah, nein, nein. Nicht gefunden. Wo ist dieser Dreck? Das war doch so eine Drecksachse von so einem Drecks, aber auch von so einer Drecksmodelleisenbahn. Ach, da lebt ja die Drecksachse. Und die Drecksachse wurde wieder in den Dreckswaggon eingebaut. Und der Waggon steht wieder auf der Dreckseisenbahn. Und dieser Dreckstraktor fährt immer noch den Dreck zum Bahnhof. Ich sag laufen Dreck. Warum auch immer? Wahrscheinlich, weil ich so ein Dreck bin. Ich bin so ein Drecksack. Ey, was tut denn der jetzt? Moment mal. Der Zug bewegt sich. Wo fährt denn der hin? Schade, schade, schade. Der Zug ist weg. Wo ist der Zug hin? Mein Zug ist weg. Ich habe meinen Zug verpasst. Scheiße. Nee, oder? Das gibt's doch jetzt nicht. Ich habe meinen verdammten Scheißzug verpasst. Vor allem das Schlimme ist, ich hätte nicht mal so einen großen Anhänger gebraucht, weil so viel eh in kein Silo reingeht. Da wäre jetzt dieser eine große Hänger aus dem 18er echt geeignet. Der hat nämlich zwei Kapseln, wo man, also der hat noch eine Trennwand in der Mitte, da kann man zwei verschiedene Fruchttypen reinfüllen. Ist halt echt gut. Ist halt wirklich gut. Aber der 19er ist ja der 19er und der 18er ist ein Scheiß-Simulator. Ich krieg's halt mit der Videoaufnahme am Computer nicht gebacken, sonst würde ich auch da mal ein Video hochladen. Aber ich krieg's nicht gebacken mit dieser Scheißaufnahme am Scheißcomputer, am Dreckscomputer mit der Drecksaufnahme. Alles so ein Scheißdreck.
Vielleicht kaufe ich mir einfach noch länger. Ich meine, der würde eigentlich schon reichen hier, aber nicht mal für den habe ich genug Geld, weil ich nämlich ein armer, armer Mann bin. Ich werde wohl geben zur Lagerung in Silos oder zur Lagerung. Halt die Fresse! Oh, halt die Fresse! Wieso komm ich da? Ah, hau ab, du Depp! Ich mach dich fertig! Was gut am 18. ist halt echt, ne? Am Computer, da kann man keinen Helfer einstellen, der in der Gegend rumkommt. Nur mit irgendwelchen Mods, die ich nicht kapiere. So. Und hier geht das. Yeah, und ich mach dich fertig. Du sollst unter dieses bekloppte Silo fahren. Blödheit. Ey, ich komm laufend auf diese bekloppte Taste. Gibt's das? Wo ist das nur möglich? Ey, wieder nur 25%. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich sitze hier halt echt neben der Modelleisenbahn. Au, au, au. Ich habe hier immer noch diesen bekloppten langen Zug aufgebaut von der Challenge, welche Lok es am schnellsten schafft, und habe halt immer noch die letzte Lok dran gekuppelt, weil ich zu faul war, die wegzufahren. Ha, ha, ha. Ah. Jupp, 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 jubrop, or. Ich wusste gar nicht, dass das hier eine Schiebeeisenbahn ist zum Schieben. Jetzt ist es eine. Uiuiui, da ist jemand besoffen. Uiuiuiui. Mit diesem Hin- und Herwackeln kann ich immer noch hin, indem ich das Handy schwenke. Boah, Leute. Ich sag's euch. Das ist langweilig, dieses Spiel. Vor allem, es ist ja eigentlich ganz schön, aber das Problem ist, ich hab's halt auch am Nintendo und hab dort das schon öfters so weit gespielt, bis ich dann einfach alles hatte und so reich war, dass es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Also ich hab am Nintendo den 14er, nee, den 12er, den 14er und den 18er Landwirtschaftssimulator habe ich am Nintendo. Nintendo 3DS XL. Wo fährt er hin? Fährt er nach der Bau? Der fährt schon wieder da? Nee, tut er nicht. Oder? Der mir immer mit seinen blöden Schlenkern. Ich werd nicht mehr. Uiuiui. Der immer mit seinen blöden Schlenkern. Über dem schwärme ich. Oh nö, der fährt wirklich dahin. Wieso fährt er immer an den gleichen Ort? Was steht da? Aztekbar. Aha. Das ist also der Gasthof. Eine Aztekenbar. Ey, jetzt fahr doch nicht so einen bekloppten Scheiß-Umweg, du bekloppter Scheißfahrer. Oh, hab ich schon viel Geld? Ich glaube, ich kann mir einen dritten Traktor kaufen. Ja, tatsächlich, ich werd nicht mehr. Soll ich den nehmen? Der größte Fast-Traktor wäre halt am allergeilsten. Oder gibt es noch einen größeren?
Der hier wäre halt echt am allergeilsten. Aber kann es eigentlich sein, dass da der DLC schon dabei ist hier? Weil am Nintendo, da gibt es viel weniger Fahrzeuge. Da gibt es nur einen Fast Track und viel weniger Traktoren, da bin ich mir auch sicher. Und da gibt es zum Beispiel keinen Tatra oder Lizard. Warte. Kein Lizard und kein MAN. MAN gibt es nur. Aber kein Lizard und auch kein Tatra. Nimm es mir nicht übel, wenn ich Lizard falsch ausspreche, aber ich weiß nicht, wie es gesprochen wird, da ich die Marke halt überhaupt nicht wirklich kenne. LS wird hier aber ganz schön oft verwendet. Ja, ich guck mal, was ich mit dem Werkzeug hier noch mache. Ach nee, oder? Nee. So nicht. Ja, alles fertig. Ja, ich guck gleich mal, was ich hier mit dem Aufnahmegerät noch alles machen kann. Würde mich nämlich mal interessieren. Kartoffeln, kommt raus, kommt, putt, putt. Raus mit euch, Kartoffeln. Uiuiui. Ja, also Pause, Stopp, Malen und irgendein Werkzeugkasten. Bildschirmfoto, Kamera, Bürste. Aha, Audioquelle. Ich dachte, ich könnte es vielleicht zu internem Audio ändern. Wäre halt auch cool. Oh, ja, natürlich. Sowas mache ich doch immer der nicht. Wie? Ach so. Stimmt, den Wandel, da kann man bedienen, genau. Ja, und ab geht die Post, du bekloppter Scheißdrecker. Das ist ja immer noch nicht reif. Wollt ihr mich verarschen? Ja, das wollen wir. Wir sind die Pflanzen. Wir wollen dich verarschen. Wir haben nämlich keine Ärsche. Deswegen wollen wir dich unbedingt verarschen. Damit wir Ärsche kriegen. Hä? Das ergibt jetzt aber keinen Sinn, was wir reden. Hui, hui. Okay, ich rede halt wirklich Schwachsinn. Hui. Wie weit denn noch? Dö, 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 dö. Ist halt die Melodie aus der Burg von Bowser aus Mario, ne? Von den Endburgen da in den Welten. Die Melodie kam mir jetzt gerade in den Kopf. Ich bin ja so lustig. Nicht. Ey, was kostet denn jetzt so ein Fast-Kack? So ein beschissen schnelles Ding. So ein Fast-Kack. Den Steier, den gibt's doch. Ah, zum Kaufen. Ah, ne, den Steier, den gibt es, glaube ich, auch noch in Orange. Fand ich immer so lustig. Der sah nämlich echt bekloppt aus in Orange. Schorsch. Das ist doch jetzt der größte Fast-Track. Größte Lahmarsch. Ja, aber dafür habe ich längst nicht genug. Ja, der kostet zu viel. Ich hab mir ein schickes Auto gekauft, einen schicken Rennwagen hier. BMW, sage ich nur, oder Ferrari oder so. Ferrari oder Lamborghini. Fake-Marken. Oder wie wär's mit Porsche? Oder BMW.
welcher der? Hey, wie wär's? Das ist jetzt im 18er vielleicht möglich, ne? Ich weiß es nicht, aber es könnte halt echt möglich sein im 18er. Ich weiß es nicht, aber im 19er ist es natürlich unmöglich, aber im 18er könnte es halt echt möglich sein. Das muss ich jetzt wissen. Tatsächlich, das Auto kann allen Ernstes diesen Hänger ziehen. Und natürlich viel schneller, der Truck. Nee, doch nicht viel schneller, aber immerhin ein bisschen schneller, ne? Ich werd nicht mehr. Das Auto schafft es allen Ernstes, diesen Hänger zu ziehen. Ich werd nicht mehr. Es ist doch bekloppt. Bekloppt unrealistisch. Und der Helfer will kein Auto fahren, weil er es nicht kann. Der ist zu dumm zum Auto fahren. Oh, das jetzt ist es endlich gewachsen. Jetzt. Jetzt, wo der Hänger unterwegs ist. Ich werd nicht mehr. Ich sag nur rum, brumm, brumm, rum, brumm, 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 mal rum, brumm, brumm, brumm. Jo. Ich rede schon wieder Schwachsinn. So. Ich glaube, die Aufnahme ist jetzt lang genug, oder? Ja, aber hallo, ist lang genug. Beenden. Oh, bis zu meinem nächsten Video. Ich will ausschalten.